Wolf, warum hast du so viel Damage? Egal. Damit du was Gutes hast für dein Video. Ich hatte euch ja vor einiger Zeit erzählt, dass man mit der Traktorkanone und den Hunter das Team unterstützen kann und sogar richtig viel Damage dabei rausholen kann. Das kann in einigen Situationen sogar die Göttlichkeit ersetzen und vor allen Dingen wird man nicht großartig dafür bestraft, dafür, dass man das Team supportet. Und wie genau ich das gerade spiele, zeige ich euch jetzt. Lasst auf jeden Fall einen Daumen in nördlicher Richtung da, abonniert sehr gerne den Kanal und aktiviert die Glocke und schreibt mir in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Fangen wir zunächst einmal mit der Subclass an. Hier ist man nämlich ein bisschen flexibel. Ich würde auf jeden Fall immer den Arcus Akrobaten mit der Stummensammlung empfehlen, da diese Ulti einfach in Kombination mit unserem Exo am meisten Schaden macht. Sollte es aber Bosse geben, wie zum Beispiel Riven, dass man die Augen nicht treffen darf, was mit dem Arcus-Stab, wenn man den reinsammelt und der AOE-Schaden macht, bisschen schwer ist, kann man auch sehr gerne den Revolverhelden nehmen. In der Konstellation zum Beispiel spiele ich das mit der Präzisionsmeisterschützen Golden Gun. Noch dazu können wir immer wieder Messer draufschmeißen und Granaten, was auch noch zusätzlichen Schaden macht. Plus habe ich noch Schießpulver-Glücksspiel drin, was dann so gesehen nochmal eine geschenkte Granate dazu ist. Aber das ist halt nur die Alternative, wie ich es dann sonst spiele. Akkus haben wir ganz klar die Sturmsammlung drin, die macht am meisten Schaden. Dann nehmen wir noch waghalsiges Ausweichen mit dazu und Kombo-Schlag. Dann haben wir noch die Impulsgranate dabei, die macht halt schön viel Schaden, bleibt an einer Stelle. Und dann haben wir noch tödlichen Sturm und Flow-Zustand. Fragmente habe ich Funke der Resistenz, bisschen mehr Resistenz ist immer gut. Dann haben wir Funke des Schockes, dass wir mit Granaten Gegner aufschrecken. Wenn Gegner aufgeschreckt sind, ist der Vorteil einfach, dass sie nochmal ein bisschen mehr Schaden kassieren. Dann habe ich noch Funke des Feedbacks drin. Wenn wir Nahkampfschaden erleiden, machen wir erhöhten Nahkampfschaden. Das ist ganz nett, dann halt für ein Ad-Clear, bevor halt, wie es so oft in Destiny ist, die richtige Bossphase überhaupt anfängt. Aber das kann man auch gegen was anderes austauschen, wo man jetzt zum Beispiel gerade Lust hat, was die Situation an sich angeht. Und dann habe ich noch Funke der Magnitude, dass unsere Impulsgranate einfach noch ein bisschen länger hält. Das ist so das Setup, was ich spiele, wenn ich dann den Support mache. Gehen wir direkt mal zum Exo. Sternverschlingerschuppen, ganz klar. Solltet ihr das Exo noch nicht in der Sammlung haben, bekommt ihr es leider nur aus verlorenen Sektoren und dann auch nur, wenn gerade aktuell Beine drin sind. Da müsst ihr auch natürlich drauf achten. Selbst bei Raoul bekommt ihr die Sachen nur rausfokussiert, wenn ihr die Sachen schon habt. Und genau, seit dem neuen Update gibt es ja bei dem Exo-Event, sag ich mal, bei der Vex-Invasion, am Ende immer ein Exo und da kann jetzt auch ein Exo droppen, was ihr noch nicht habt. Hier könnt ihr diese Beine also auch bekommen. Es ist halt nur so, dass ihr die nicht gezielt bekommt. Gehen wir jetzt nochmal ganz schnell auf jeden Fall die Mods durch. Auf dem Kopf habe ich einmal schwerer Munitionsfinder und schwerer Munitionsspeer. Einfach, dass ich viel Munition machen kann für mich und meine Teammates und dass sie auch was davon haben. Und dann habe ich hier noch drin zugepackt, einfach ein bisschen mehr Superenergie, wenn ich Nahkampfkills mache. Dann haben wir einmal schwerhändig, Nahkampfkills, erzeugen Sphären der Macht. Wir müssen nämlich erstmal unsere Ulti aufladen und dann müssen wir nochmal 4 Sphären darüber hinaus aufladen, damit unsere Ulti sozusagen überladen ist. Plus wir müssen ja noch Sphären der Macht aufnehmen, damit wir einen erhöhten Damage bekommen auf unsere Waffen. Dann habe ich noch Einschlaginduktion, einfach wenn wir Nahkampfschaden machen, dass unsere Granate ein bisschen schneller wieder da ist. Und dann Arcus-Lader, damit einfach die Waffe schneller nachgeladen ist, die wir spielen. Dann hier auch nochmal, Arcus-Reserven kann man einmal oder zweimal mitnehmen. Hat halt den Vorteil, dass wir mehr Munition mit reinnehmen können. Man kann natürlich das auch vorher reinpacken, bevor man an die Flagge geht. Und dann schnell noch Resistenzmods reinpacken, wieder umtauschen. Das geht natürlich auch. Und da kommen wir auch zu den Beinen. Dreimal Arcus. Wir bekommen hier 22% mehr Schaden auf unsere Arcus-Waffen. Und dann auch Zeitausdehnung habe ich jetzt
zweimal dabei, dass sie halt eine Akkusladung 17 Sekunden hält. Also wir können drei Ladungen mitnehmen, Rüstungsladungen, die halten halt jeweils dann 17 oder 18 Sekunden, bin mir gerade nicht sicher. Und dann noch einmal Bomber, wenn wir halt ausweichen, kriegen wir unsere Granate schneller wieder. Und gehen wir jetzt mal direkt zu unserer Exo-Waffe. Die bekommt man ja aktuell einfach so, for free, habt ihr auch zum Video gemacht. Die liebe Traktorkanone sorgt nämlich dafür, dass wir einen großen Debuff auf unsere Gegner packen. Das ist der gleiche Debuff wie mit dem Bogen. Das heißt, man braucht den Bogen gar nicht. Und wenn die Gegner einen großen Crit-Punkt haben, was zum Beispiel der Kopf ist, braucht man wirklich keine Göttlichkeit. Das heißt, sollte man, keine Ahnung, zwei oder drei Hunter dabei haben oder auch nur einer, kann der halt das Damage-Setup mit Support spielen und muss dann nicht auf den Bogen gehen. Im Endeffekt hat die Gruppe einfach viel mehr davon, wenn ein Hunter sowas spielt und alle anderen können auch auf Damage gehen, als wenn dann einer eine Göttlichkeit spielt und einer dann einen Bogen. Das sind dann so gesehen zwei, einmal eine super fehlt und einmal einer, der wirklich richtig mit Damage machen kann. Ich denke mal, ihr versteht, was ich meine auf jeden Fall. So, das Gesamtkonzept ist auf jeden Fall, finde ich, besser. Natürlich gibt es viele Bosse, wo das Setup leider nicht funktioniert. Zum Beispiel Oryx. Da kann man einfach nicht nah rangehen. Bei Riven funktioniert es auch, habe ich auch gemacht. Da ist man halt dann der Dulli, der eben kurz nach vorne rennen muss, um die Traktorkanone zu machen. Die hat zwar auch eine gewisse Reichweite und hält ja auch ein paar Sekunden, aber der Nachteil ist halt, dass man ein bisschen näher ran muss. Aber sonst gibt es fast keinen Boss, bis auf Oryx fällt mir jetzt gerade ein, der es nicht zulässt, nah ranzugehen. Wenn euch noch irgendein Boss gerade einfällt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ja, dann unser wichtigster Part ist das aktuelle Fusionsgewehr. Aus Lightfall. Leider habe ich immer noch keinen roten Rahmen, deswegen nicht perfekt. Ihr solltet schauen, dass ihr auf jeden Fall die Boss-Spezifikationen drin habt, ganz klar. Und warum ich sage, dass dieses Fusionsgewehr am besten ist, ist einfach, dass wir immer wieder diese kleinen Raketen abschießen und die machen schon ziemlich viel Damage. Und so gesehen macht dieses Fusionsgewehr am meisten Damage von allen. Klar, es gibt natürlich noch andere Gotroads, die zum Beispiel mit Fauxpas und anderen Perks auch so viel Schaden oder mehr Schaden raushauen können. Aber das ist, finde ich, ein Fusionsgewehr, wo man leicht drankommen kann und womit man einen richtig guten Schaden raushauen kann. Also meine Perks sind leider jetzt gerade nicht perfekt. Trotzdem spiele ich es und die Damage-Zahlen sind super dafür, dass ich keine Heavy spielen kann. Und dann habe ich einfach nochmal eine MP mitgenommen. Hier kann man eigentlich, man könnte auch zum Beispiel Doppel-Special spielen und könnte zum Beispiel noch ein Fusionsgewehr mit Chill-Clip mitnehmen, was natürlich auch nochmal etwas mehr Schaden ist, wenn die Gegner ja eingefroren sind. Aber hier kann man an sich eigentlich einen Flexbot lassen, sage ich mal. Dann gibt es jetzt noch ein kleines Gameplay, wo ich euch zeige, wie ihr das auf jeden Fall spielt. Die Bossphase fängt zum Beispiel an. Wir fangen an, die Gegner zu killen. Erstmal erzeugen wir ziemlich viele Sphären, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Verbündeten. Wir können dadurch unsere Super aufladen und können dadurch auch noch schwere Muni generieren. Das ist eigentlich so der Vorlauf. Und vor allen Dingen mit dem Arcus-Bild, wenn man Komboschlag mal 3 oben hat, ist alles wirklich teilweise One-Punch. Fängt die Damage-Phase an, ist es eigentlich wie folgt, egal ob jetzt Solar oder Arcus. Wir gehen hin, machen die Traktorkanone drauf, hauen unsere Ulti sofort rein. Dann, je nachdem, machen wir nochmal die Traktorkanone drauf und dann schießen wir einmal komplett das Magazin von unserem Fusionsgewehr leer. Dann nochmal Traktorkanone und wieder Fusionsgewehr. Das eigentlich die ganze Zeit. Das heißt, wir schießen unser Fusionsgewehr eigentlich komplett los. Dann, je nachdem, wenn ihr nicht mehr so viel Schuss habt, könnt ihr mit der Traktorkanone noch einiges draufhauen oder halt mit der zweiten Waffe. Aber meistens, wenn alles wirklich super optimiert ist und super läuft, liegt der Boss. Und ich finde es halt super. Ich finde es halt richtig cool. Ja, lasst euer Feedback gerne in den Kommentaren da. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao. Jetzt. Achtung. Ja, ist ja. Okay. Er springt oben drauf. Was ist er denn für... Geil. Stuck, Bro. Help me, I'm stuck, Bro. Ja, aber gut, das bringt uns jetzt nicht viel. Mein Bogen, mein Dings ist auch weggeflogen.